Wie sinnvoll sind eigentlich die Lernmethoden, die man auf YouTube findet? Wenn du nach Lernmethoden im Studium auf YouTube suchst, dann findest du hunderte von Videos, die Lerntipps geben, die Lernmethoden vorstellen. Und ich möchte mal in diesem Video die Top 3, die immer und immer wieder auftauchen, mal unter die Lupe nehmen und genau sagen, wann sie sinnvoll sind, wie sie sinnvoll sind oder ob es eben vielleicht sogar auch Unsinn ist. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Arab YouTube-Kanal. Ich bin Niklas und auf diesem Kanal findest du Videos rund um die Themen, wie du bessere Noten mit weniger Aufwand und Stress im Studium schreiben kannst und dein Studium mit dir auch so aufbauen kannst, dass du danach Karriere machst, also dass du danach in eine sehr gute Firma einsteigen kannst. Fangen wir auch direkt an. Der erste Tipp, der ganz häufig gegeben wird, ist die sogenannte Pomodoro-Technik. Für die, die es noch nicht wissen, Pomodoro ist eine Vorgehensweise, dass du dein Lernen in Lerneinheiten einteilst und die es eben dabei hilft, eine wirkliche Struktur reinzubekommen. Konkret, dass du immer 25 Minuten lang lernst und dann 5 Minuten eine Pause machst. Das Ganze machst du 3-mal hintereinander und dann machst du eine längere Pause, um dann am Ende einen 2-Stunden-Block zu haben, also 3 Blöcke mit 25 Minuten und 5 Minuten und am Ende eine halbe Stunde Pause, dass du in einem 2-Stunden-Block dann effektiv so ungefähr 2/3 oder 3/4 der Zeit wirklich effektiv gelernt hast und eben, dass du da in einen Rhythmus reinkommen kannst. Und da findest du auf YouTube teilweise 8 Stunden lange Videos, wo Leute sagen, study with me, und dann läuft immer ein Timer mit und dann kannst du mit denen lernen und dann immer in die Pause gehen, wenn die dann auch gerade Pause machen. Und das kann auf jeden Fall auch dabei helfen. Also ein Vorteil bei Pomodoro ist auf jeden Fall, dass es vor allem bei der Struktur hilft. Ich würde gerade denen empfehlen, die noch nicht so viel Berührung damit haben, sich mal, was das Lernen in der Uni angeht, weiterzubilden, da weiterzuentwickeln. Denke ich, ist jeder mal über Pomodoro gestolpert. Viele haben das auch schon ausprobiert und deswegen würde ich das so ein wenig als Einsteigertechnik sehen. Also wenn es dir noch schwerfällt, da auch wirklich eine Struktur reinzubekommen, weil du teilweise so lange lernst, bis du auch schon Matsch im Kopf bist und dann für 2 Sätze gefühlt eine halbe Stunde brauchst, dann kann dir auf jeden Fall Pomodoro helfen, wenn du das von dir kennst, dass du es häufiger mal machst, weil du dann wirklich eine Struktur reinbekommst und wirklich regelmäßig auch Pausen machst. Und dann auch gerade dann, wenn du wirklich auch immer regelmäßig eine Pause machst, die Zeit, die du dann auch lernen willst, auch dann nochmal mit einem größeren Fokus nutzt für dich in der Regel. Es gibt aber auch klare Nachteile, wie ich finde. Ich würde das nicht so pauschal empfehlen. Ich habe deswegen auch nie wirklich ein Video hier auf dem Kanal über Pomodoro gemacht, weil gehen wir davon aus, du fängst dann an morgens mit dem Lernen und setzt dich dann hin und du bist morgens fit und du hast jetzt dann auch Power zu lernen und dann sagt dir ein Timer, hey, jetzt nach 25 Minuten, mach jetzt mal eine 5 Minuten Pause. Obwohl du dann vielleicht auch gerade dann dort eben gerade im Lernfluss bist, du bist gerade in einer Aufgabe drin oder auch wenn du die kurz fertig machst, bist du trotzdem gerade richtig reingedacht ins Thema und dann solltest du dann kurz eine Pause machen, wenn das doch gar nicht so richtig sinnvoll ist. Also Pomodoro, da richtest du dich eben nach einem Timer, der aber nicht auf dich selber angepasst ist. Das heißt, entweder du machst dann zu viele Pausen, vor allem wenn du dann schon früher am Morgen bist und dann eigentlich mehr Power hast, wo du dann auch mal wirklich 40 Minuten, 60 Minuten, auch mal 1,5 Stunden am Stück lernen kannst, um dann wirklich mal richtig tief in den Fokus reinzukommen, in den Flow-Zustand, wo du dann auch wirklich mal sehr, sehr effektiv lernst. Oder eben, wenn du das später am Abend machst, dann machst du auch mit diesem Timer, brauchst du vielleicht sogar auch teilweise längere Pausen. Und dann bist du nach 5 Minuten, bist du auch noch gar nicht wirklich wieder ready. Also dieses Ganze, du richtest dich nach einem Timer, wann du jetzt Pausen machst und wann du lernst, funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Aber gerade wenn du dann wirklich auch mal deutlich bessere Noten machen willst, schreiben willst und wirklich auch mal mehr lernen musst, dann wird das eher, weil du dann eben wirklich dich sehr an diese Zeiten immer richtest, wird das eher dir schwerer fallen oder eben nicht so effektiv sein. Deswegen haben wir für unsere Teilnehmer im Training sowas ausgebaut, wie du das wirklich immer individuell an dich anpassen kannst, dass du individuell richtig Pausen setzt. Das würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen. Dazu vielleicht in Zukunft mal ein anderes Video dazu. Aber kommen wir mal zum zweiten Punkt. Das sind die Anki-Karteikarten. Für die auch das nicht wissen, Anki ist einfach ein Programm, wo du digital deine Karteikarten eintragen kannst und wo dann ein Algorithmus dahinter liegt, der dir dann die Karteikarten in dem Rhythmus zeigt, wie du sie denn eben am besten brauchst. Und gerade zu Anki findest du Dutzende Videos allein im deutschsprachigen Bereich. Da habe ich auch schon mal ein intensiveres Video gemacht, wo ich mehr darauf eingehe, warum du nicht so viel mit Karteikarten lernen solltest. Also erstmal ein Vorteil, was bei Anki ist, ist auf jeden Fall, ist das eine einfache Vorgehensweise. Also du kannst sehr, sehr leicht und auch teilweise schnell, wenn du dich da einmal reingefuchst hast, die Karteikarten erstellen. Das braucht dann nicht so lange, als wenn du noch alles per Hand immer schreibst. Und du hast eben diesen Spaced Repetition Algorithmus, heißt der, dass die Karteikarten, die eben in so einem Rhythmus gezeigt werden, wann du sie eben brauchst, also die du schon besser kannst, werden seltener gezeigt, die du nicht so gut kannst, werden häufiger gezeigt. Aber auch da gibt es auf jeden Fall klare Nachteile, weil
Viele nehmen dann so Anki, wenn sie das so für sich entdeckt haben oder erkannt haben, dann so als ihre magische Lernmethode, die sie für immer und für alles anwenden und eben für das gesamte Skript anwenden. Und dann sehe ich sehr, sehr viel oder bekommen wir auch sehr, sehr viele Nachrichten von Studenten, die dann ihr gesamtes Skript eben in Karteikarten übertragen. Und das sieht dann, das ist dann so das, was sie auch immer beim Nachbereiten nach den Vorlesungen machen. Und dann stapeln sich über das Semester hin mehrere hunderte Karteikarten allein in einem Modul an. Und dann hat man ja auch teilweise 4, 5 Klausuren und dann sollst du auf einmal 600, 700, 800 bis zu 1000 oder mehr Karteikarten dann lernen und effizient wiederholen, das wird nicht funktionieren. Also gerade bei Karteikarten macht das wenig Sinn, dass da immer mehr angehäuft wird. Deswegen ist gerade bei Karteikarten es wichtig, diese in einem niedrigen Umfang zu lassen, dass du da auch häufiger wiederholen kannst. Und Karteikarten haben eben auch den Nachteil, dass du da eben wirklich das noch wirklich sehr starkes Auswendiglernen ist. Also viele lernen da auch dann versuchen ganze Konzepte mitzulernen oder größere Themen dann in ihre Karteikarten zu verpacken. Aber dafür ist die Methode einfach nicht wirklich gemacht, weil du da wirklich noch sehr stark wirklich auf ein Auswendiglernen hinaus bist. Du willst einfach nur das, was vorne steht, mit der Rückseite für dich verknüpfen. Und das wird dir eben, das kann man auch machen, das wird aber dadurch sehr, sehr zeitintensiv, wenn du es eben, wie gesagt, mit allem machst. Und da wollen wir eben dann auf jeden Fall das differenzieren und eben nicht so viele Karteikarten für dich immer ansammeln. Also da für dich nutze das auf jeden Fall, das ist eine gute Methodik, aber vermeide es, das gesamte Skript in Karteikarte einzufügen, sondern eben wirklich die Sachen, die du auch wirklich auswendig lernen musst und dass du dich dort für Anki dann drauf konzentrierst. Die dritte Methodik ist Active Recall. Da stößt man auch so gut wie in jedem Video, wo es über Lernmethodik geht, auf YouTube. Da habe ich auch schon nochmal ein ausführlicheres Video gemacht. Und Active Recall bedeutet so viel, dass du das wirklich, dir das Wissen aktiv aus dem Kopf wieder abrufst. Also abrufen ist wirklich dieser Begriff, was ja auch Recall dann im Englischen bedeutet. Und der Vorteil daran ist, dass du eben wirklich anfängst, aktiver zu lernen. Also ein großes Problem ist, dass sehr, sehr viele sehr, sehr passiv beim Lernen vorgehen. Also viel lesen, viel einfach nur, was der Professor vorne sagt, mitschreiben und da passiert eben sehr, sehr wenig im Gehirn. Da passiert sehr, sehr wenig Gehirnaktivität, weil wenn der Kopf das einfach nur kurz hört und dann direkt zu Papier bringt, dann wird das im Kopf nicht wirklich verarbeitet und dadurch auch nicht wirklich gelernt, sondern dann wird das einfach nur direkt aufgeschrieben und es passiert aber nichts im Kopf. Und da geht eben dann auch schon viel Zeit immer, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, eben viel Zeit schon drauf, ohne dass ein wirklicher Lerneffekt passiert. Und gerade beim Active Recall wird dann eben geübt, das wirklich auch aktiv abzurufen. Also gerade das, was du ja auch in der Prüfung machen musst, in der Klausur machen musst, da hast du ja auch keine Vorlage, sondern du bekommst dann eine Aufgabe und dann musst du das frei aus deinem Kopf, aus deinem Langzeitgedächtnis wieder abrufen und dann eben die Aufgabe beantworten. Und das wird eben mit der Methode geübt und das ist auf jeden Fall da auch schon gut. Also du lernst damit dann sehr klausurnah, aber auch dort wiederum so ähnlich wie bei den Karteikarten, viele haben da viel zu viel Fokus darauf und verlassen sich dann vollkommen auf Active Recall, um ihr gesamtes Thema damit dann zu lernen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn du von vornherein in der Vorlesung einfach nur alles, was gesagt wird oder sehr, sehr viel, einfach nur dann immer mitschreibst, ohne dass da viel, viel Mitdenken bei dir im Kopf passiert, Verarbeiten bei dir stattfindet, weil du noch lange Zusammenfassungen schreibst oder dir direkt irgendwie nur die Folien beschriftest, dann wird eben von vornherein wenig gelernt und wenn wenig abgespeichert ist in deinem Langzeitgedächtnis, dann bringt dir auch das beste Abrufen nichts. Also das beste Active Recall bringt dir dann auch nichts. Und deswegen ist das immer nur so die halbe Seite der Medaille, dass wir eben wirklich auch viel Active Recall nutzen, aber im Vorhinein auch eben wirklich eine Vorgehensweise haben, wie du das Wissen aus der Vorlesung mehr dort mitdenkst, dass du auch in der Vorlesung aktiver bist. Und das geht eben, bei vielen fällt das dann so unter den Tisch und dann wird eben auch Active Recall in der Klausurvorbereitung sehr, sehr zeitintensiv. Also das große Problem bei dem Ganzen oder bei dem Lernen von den meisten Studenten ist einfach, warum sie auch sehr, sehr viel Zeit brauchen für ihre Noten, ist einfach, weil viel Zeit allein in das Schreiben geht, ohne dass wirklich viel Lernen dabei passiert. Wenn du deine Zusammenfassung schreibst, wenn du deine Karteikarten erstellst, da passiert wenig bei dir im Kopf. Klar, dann wird gesagt, in eigenen Worten zusammenfassen, da musst du dann ein bisschen umdenken, aber überleg doch mal, wenn du die Zusammenfassung schreibst, vielleicht auch beim Nachbereiten nach der Vorlesung oder wenn du deine Karteikarten verfasst, wie viel von dem, was du dort schreibst, bleibt auch wirklich bei dir im Kopf hängen? Weil
oftmals ist das gar nicht so viel. Und dann sagst du immer, ja, okay, das Lernen mache ich sowieso später. Aber warum? Warum erst schon von vornherein Zeit für was reinstecken oder schon auch sehr viel Zeit reinstecken? Ich meine, du sitzt 90 Minuten mindestens mal in der Vorlesung und dann noch beim Nachbereiten. Warum nicht diese Zeit auch gleich schon zum Lernen nutzen? Und das ist eben so ein großer Punkt, warum dann eben gerade zur Klausurenvorbereitung dann es nochmal sehr, sehr viel Zeit und sehr stressig wird, weil du dann eben wirklich erst dort mit dem Lernen anfängst und sehr, sehr viel nochmal erneut lernen musst. Und das ist so eine Sache, die wir bei uns mit unseren Teilnehmern im Training dann wirklich Woche für Woche über einen längeren Zeitraum aufbauen, wie du wirklich Notizen in der Vorlesung schreibst, dass du das auch dort schon gleich besser abspeicherst, dass dann dein Active Recall auch gleich sinnvoller ist, dass dann deine Karteikarten auch gleich sinnvoller sind. Und wenn du da mal noch ein wenig mehr dazu erfahren willst, dann kannst du dich mal sehr gerne unter diesem Video auf unserer Website für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Kommen wir dann mal ins Gespräch und wenn wir sehen, dass wir dir weiterhelfen können, dann stellen wir dir mal eine Strategie vor, wie du in den Vorlesungen vorgehen musst, damit du das Ganze eben auch gleich effizient nutzt und nicht so viel nochmal erneut lernen musst. Ansonsten schau auch gerne bei uns auf Instagram vorbei. Da geben wir auch täglich Tipps in unseren Stories. Da kannst du uns auch gerne mal eine DM schreiben. Und ansonsten wünsche ich dir dann viel Erfolg in der nächsten Klausurenphase. Bis dahin, dein Niklas. Ciao.